Ich sollte auch mal was trinken während den Aufnahmen, Mensch. Wer hat eigentlich denn dem zweiten Floß diesen tollen Namen gegeben? Weiß nicht. Waren immer alle nicht. Natürlich nicht. Was macht Mara so? Kann ich irgendjemandem helfen? Ja. Kannst du mir sagen, warum ich in das Lagerfeuer kein frisches Fischfilet reintun kann? Dafür brauchst du das Big Campfire. Da würde ich sowieso sagen, dass wir sofort auf dieses komische Grillding gehen. Oder das. Lernen, warte kurz. Also ich habe auch noch massenhaft von diesen Engram Points übrig, so 261 in etwa. Mal 250. Ich 240. Ah, verdammt, ich muss Level 35 für den Grill sein. Ich habe jetzt 200 gebaut. Hier, was sind das für Adobe-Strukturen? Nochmal, was war das? Adobe oder Adobe. Reader? Nee. Strukturen sind das. Strukturen? Moment, Engram Points. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Was das ist. Also es braucht Clay. Es braucht Clay. Okay. Also man, wie gut die sind. Nicht so richtig, nee. Ich weiß nur, dass man die Dings nicht lernen muss. Also die Kampfaxt und das Messer braucht man nicht lernen. Ach, die Kampfaxt würde ich aber gern lernen. Ja, voll. Zwei Schaden mehr als Fäuste. Wuhu. Ach so. So schlecht doch. Ja, die ist wirklich sehr, sehr schlecht. Das ist ja die Machete besser mit. Die geht wenigstens nicht kaputt und ja, kannst damit sogar Stein farmen. Ja. Sag mal, hast du auch Voice Activation in-game drauf, oder? Wenn schon nicht mit Absicht. Ich habe schon dreimal geguckt. Habe ich gerade ein Mikro über dem Kopf, oder wie? Ja. Du redest über Teamspeak und Ingame. Ich habe einmal das jetzt. Echt so. Jetzt weiß Chat. Leiter. Ich sehe dich Ingame, da kann ich es dir nicht sagen. Mach nochmal, jetzt guck ich nochmal. Hab ich Voice Chat an? Ja, jetzt noch. Ja. Ich geh aus dem Weg. Ich wollte nochmal nachgucken, Mensch, welche. Ein PG dauert noch ewig. Oh, hohe Tiere dauern echt. Die Taste ist. Also ich suche gerade mal diese Taste für Voice Chat, weil ich habe nämlich keine. B. Eine B ist es bei mir nämlich leider nicht. Ah doch, Push to Talk B. Warum funktioniert das immer? K. B. Hört man mich? Ich labere zumindest. Ja. Okay. Ich labere zumindest, dann passt das. Also man sieht sein eigenes Mikro nicht, das ist ja auch komisch. Unpraktisch. Ja, das ist blöd. Du hast oben halt nur so ein Mikrofonsymbol oben rechts und das ist bei mir die ganze Zeit aus. Ah ja, okay, das sehe ich. Aber jetzt seh und höre ich bei dir auch nichts mehr. Jetzt ist besser. Oh, okay. Weil ich mein, er hat den Sättel den gelernt. Kann ich ja wegignorieren. Ich bin relativ geschickt in sowas. Nur, wenn wir uns dann durch den Wald anschleichen und guck mal, da vorne sind die anderen, dann kommt es total unpraktisch. Ja. Das kommt dann echt unpraktisch. 27. Und dann stehen wir da auf einmal und haben die Musketen an der Schläfe. Oder so. Überraschung. Wir haben euch gehört. Noch ein 5. Wer kann denn einen Peteranodon-Sattel mal kaufen? Ich will Sattel.
muss ihn zwar noch lernen, aber das ist gar kein Problem. Peter. Wollt ihr den Zimmer oder töten? Töten. Sattel. Sattel, 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 Sattel. Peterano Para. Ah, so schreibt man den Peter. Ich verwechsel immer, wie man den schreibt. Pteranodon. Ja, Sattel. Das kann ich mal aussprechen. Pteranodon. Ja, ist doch ganz einfach. So, huh. Erst aussteigen lassen. Da hinten sind die Schränke. Was brauchen wir denn dafür? Aua. Wo ist denn jetzt mein Sattel? Da ist mein Sattel. So. 230 Tierhaut, 125 Fasern. 230 Tierhaut habe ich. Fasern habe ich auch. Was ist das nächste? Chitin und Keratin? Nehmen wir Chitin. Den haben wir, ja. Wir sind alle einigermaßen in der Nähe des Floßes. Moment, warte. Ich habe keine Ahnung, wie viel so ein Sattel bringt, aber man will ja nichts verschenken. Nee, hey, das wäre ungesund. Warum hat Petra noch keinen Sattel, oder wie? Nee, der gleich kommt, mein... Achso. 74er. Also bitte ordentlich craften, ich will keinen mit Mängel. Ich wollte gerade sagen, da hätte mal jemand, der kann super Fallschirme bauen. Ja, Fallschirme brauchen oben ein Loch, ne? So, ich baue. Sehen. Ja, wir hatten jemand, der hat all die Fallschirme gebaut. Dennoch vom Krieg. Ich kann nur, also ich kann mich an die Zeiten erinnern mit diesen, wie heißen die Dinger? Speere, Pickendinger, da die ersten. Und die, also da habe ich immer die Aldi-Dinger gebaut. Eins gebaut und zack, kaputt. Die Dinger sind immer so schnell kaputt gegangen. So, einen Sattel habe ich dabei. Jetzt muss ich nur noch wissen, wohin. Ja, drop. Nee, mit diesem Fallschirm sind Leute ohne NAP abgestoppt. Die dann mal einfach nicht auf und so ein Spiel. Ich hab's dir auf die Füße geschmissen, ich hab gut gezielt. Gibt's jetzt irgendwas zu tun, was wir machen können? Ich wollte auch gerade fragen. Weil Leerlauf ist und. Ja, wir bräuchten massenhaft an Dingsbumsbären. Ja. Ich schnapp mir mal den kleinen Triceratops hier und geh Bären farmen. Also mit dem 3 kommt nicht viel Bären raus, so. Du musst ganz schön. Und vor allem der muss Stamina haben. Der ist. Aber ich habe früher immer nur mit Trikes Bären gesammelt, aber der ist auch ziemlich voll. Naja, und der ist ziemlich klein, also der ist nicht wirklich, der müsste Midi-Damage haben, aber erstmal muss er im Prinzip Stamina bekommen, weil der ist 3 Meter laufen. Okay. Da hat ja, er schon der hat schon keine Puste mehr, bevor der anfängt zu sprinten. Ja, aber gut, dafür sind die Trikes ja berühmt-berüchtigt, dass die Puste da und alle ist. Ja. Ich hab gedacht, da liegt ein Ei. War kein Ei, bin ich ganz. Boah, ich sag mal, bei dem ist es besonders schlimm, weil er ist halt klein, ne? Hier sind so viele Viecher, die richtig reizen würden. Boah, wie machen wir das später eigentlich mal mit so einem Oviraptor? Den müssen wir auch irgendwie auf die Plattform kriegen. Wobei, nee, warte mal, züchten durfte man am Boden, habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube, ja. Okay. Ist ja jetzt keine Fabrikationsanlage. Nee, ich glaube, da war was, dass Züchten eben erlaubt ist, weil das ein bisschen problematisch ist unterwegs. Man hat auch zum Züchten erstmal die Zeit haben muss. Ja, das geht ja deutlich schneller hier. Wird hier gerade ein Trike gezähmt? Da liegt einer am Boden? Oder schläft der nun tut so? Eins wird noch gezähmt zurzeit. Ah, dann habe ich das gerade gefunden. Level 49, der. Das wird besser funktionieren. Cool. Es gibt hier eine Hängematte. Ja, Hängematte, die sollen auch richtig gut aussehen. Ich hab eine gecraftet. Häng mal auf, so will ich mal sehen. Ah, das Teil hängt dann nur ziemlich weit oben. Ich komm zurückgerannt, ich will die doofe Hängematte sehen. Dann brauchen wir noch eine Rumbottle und dann hängen wir uns alle in Hängematten und prosten uns zu.
Wir spielen nicht mehr mit. Warte. Ach, du hast den noch gar nicht gehängt. Nee. Wir können ja Stockbetten bauen. Ah. Ja. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie du die aufgehängt hast, aber ey, die sieht bequem aus. Magic. Ich will da rein. Nicht drunter. Ich will da rein. Die sieht vor allem... Leute, die ist größer als das Bett. Aber viel. Also, ich stelle mir jetzt auch hunderte von den Teilen bei mir in die Base und Singleplayer. Die sind echt cool, diese Hängematten. Ja. Wobei ich... Und passt ja auch zu einem Schiff, wirst du ja wenigstens absolut beim Schlafen nicht seekrank. Ach, das gleicht sich aus. Außerdem sind wir Nomaden, wir kennen das wahrscheinlich. Was? Wir kennen es nicht anders. Kübeln? Nee, in der Hängematte auf Schiffen schlafen. Da haben wir jetzt Schwein, komm, Schweintem, Schweintem. Hä? Was ist mit dem Schwein? Siemen, Siemen. Ja, mach doch. Wo bist du? Sollen wir dir helfen? Kann man dir noch helfen? Ja. Nein. Kann man bei denen auch einen Bola verwenden? Das ist aber ein Rennschwein. Ja, kannst du. Bei ich bin dafür, dass wir es Rudi nennen. Rudi, bleib stehen, du Arsch. Und die heißen alle... Bin ich definitiv für Rudi. Es heißen irgendwie alle Schweine immer Rudi, oder? Keine Ahnung, aber das ist eine echte Rennsau. Ja, Wahnsinn! So, ich fange mal an, Gunpowder herzustellen. Ich renne gerade Rudi hinterher. Weil da können wir nämlich diese, diese Feuerpfeile machen. Und die machen viel mehr Schaden. Oh ja. Gehen ja auch mit dem Crossbow geschossen? Ich meine ja. Können wir ausprobieren bei Gelegenheit. Mit dem Crossbow treffe ich nämlich so gut wie immer. Kann man eigentlich so ein Rudi mit einer Bola fangen? Ja, kann man. Ah ja, dann habe ich jetzt eine Bola in der Hand. Oh, ein Level 60. Beinchen. Hoppala, daneben. Ich brauche nur eins für Kacke. Ja, die armen Kacke-Schweine. Toll. Wenn ich dich jetzt da beschieße, du blödes Schwein, dann säufst du ab. Du hast ein Schwimmschwein gefangen, gejagt. Komm. Als Frage, wir hatten doch... Die werden dich auch immer messen, komm her. Ja. Haben dich lieb. Also das nächste Mal erst. Ich hab ein Problem, der Affe, der ist als noch aggro auf den Strike von eben. Dass sie mir auf der Schulter saß, als ich versehentlich den Trike von eben eingeschossen habe. Und das Vieh läuft jetzt bis zu dem Trike. Kannst du den nicht passiv speichern oder neutral oder sowas kurzzeitig? Jetzt habe ich ihn. Ja, ich habe gerade nicht die Befehle. An, Mensch. Beine ist weggelaufen. Ja, ich sage jetzt nächstes Mal erst die Bola drauf und dann die Pfeile. Mhm. Ob es so schnell ist, kann man dann auch noch testen. Wir sollten jetzt mal besprechen, was jetzt als nächstes dran ist. Momentan läuft nicht so. Das ist wahr, verdammt, ja. Ey, das klappt irgendwie nicht. Mhm. Was denn? Ey, das Vieh auf passiv pfeifen. Bleibst du jetzt mal stehen? Böse Kiki. Danke. Also, hat jemand Vorschläge, was gemacht werden muss? Das zweite Floß muss weiter gebaut werden. Wir brauchen Lieblings. Wir brauchen noch 1, 2, 3 Foundations, die baue ich gleich. Okay. Dann brauchen wir 1, 2, 3. Brauchst du noch irgendwelches Material oder meinst du, ist es noch genug in den Schränken?
Ich würde sagen, da kümmern sich zwei Leute mal um das Boot, dass das richtig wird. Ja, ich werde angegriffen. Von was? Von was? Terrorbird. Terror? Hast du überlebt? Ja. Ach, du hast ja schon weg. Jetzt wollte ich gerade hochrennen, Armbrust in Anschlag. Ja, das war auch gerade mein Ansinnen. Ja, gell. Weil ich werde eigentlich. Wenn man keine Armbrustdauer mehr hat. Unser Dreieck ist weg. War das weg oder fertig? Fertig. Ah, gut. Och nö. Jetzt habe ich 2. Och nö, und die ist auch noch 60. Da braucht man noch einen Dreieck, ne? Kann ich gerne einen bauen oder baust du? Mir egal. Ich bin gerade am Farm für die Foundations. Dann baue ich noch einen Dreiecksattel. Und Holz. Sattellieferung frei Haus. Irgendwo war der doch hier. Ich stehe beim Hausboot. Da, lass mal gucken, ob ich richtig geschätzt habe oder ob der Sattel jetzt zu eng sitzt. Au, nach Augenmaß. Willst du mitkommen? Ja, das ist krass. Ja, wenn du so fragst, will ich mitkommen. War aber deiner, glaube ich, oder? Oh, lad schon mal, ne? Ditch Farm für Arme. Jetzt sind wir ein Tank. Was habe ich denn aktuell geladen? Ach, normale Pfeile. Das ist voll praktisch mit dem hier drauf rumreißen. Ich hätte, wenn ich jetzt aufs Boot komme, sinkt das erstmal so schwer wie ich bin. Warum sollte es sinken? Weil ich so schwer bin. Es ist Wrack, weil ich so hungrig bin. Ein paar Bilder geknipst. Ein Obi. Soll ich euch meine lustige Geschichte erzählen? Ich habe mal von meiner Base ein 120er Schweinchen gehabt. 120er Schweinchen? Ja. Hatten wir nicht nur eins. Also ich habe ja die Schweine früher immer gekillt wegen dem Fett. Weil ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen habe, dass man die so mästen kann. Das ist aber auch gemein. Vorne rein, hinten raus. bei dem Pinöppel spawnen teilweise relativ gemeine Viecher. Da bin ich schon öfter mal gestorben da in der Nähe. Also außer das ist hier anders, aber ich glaube erstmal nicht. Vor allem wechseln sich da die bösen Viecher gerne ab. Ja, du stirbst selten zweimal am gleichen. Was ist eigentlich vorhin aus diesem Ding ins Hi-Happen geworden? Er hat gesagt, er sucht nur seinen Hut und dann war er wieder weg.
Ich habe ihn zuletzt ins Wasser rennen sehen. Scheinbar ist er auf der falschen Insel gespawnt. Ja, die sind alle auf damals unser Server, der auf der oberen, von den zwei Inseln waren, die meine. Ja. Also waren sie. Die Frage ist, ja, die wissen ja auch, welche Folgen sie veröffentlicht haben, ne? Hat hier eigentlich den ganzen Wald abgeholzt? Einer. Ich glaube, das war Teamarbeit. Brauchtest du den noch? Magst du mal die Narkosebären in dein Inventar nehmen? Lore. Ja, dann möchten wir vielleicht mal einen Meter weiterziehen, ne, wenn wir hier schon nichts mehr haben. Aber vergiss den Sammeltrike hier nicht. Ach stimmt, ich zähle aktuell gar nicht zum Gewicht, so wie ich drauf sitze, ne? Ja. Klitschfarme für Arme. Bei Gelegenheit hätte ich gerne einen Parasattel. Para. Den kann ich glaube ich auch noch blenden von Parasattel. Was braucht denn der so? 80 Tierhaut, 50 Fasern, 15 Holz. Also bis auf Holz und Tier habe ich den Kram sogar dabei. Bei Holz? Ne, Holz liegt nicht zufällig. Der Trike ist gelevelt. Jetzt nicht mehr. Flip, was weg. Was weg. Ich halte mich jetzt an den Hörnern hier fest, ist sicher. Obwohl, nee, doch nicht. Fliege ich noch weg, wenn der wieder ernt. Komm, Schildi, mach dich mal von dem Floß weg. Wenn wir jetzt so auf einen Gegner zureiten würden, dann kann ich doch über den Trike wegschießen, aber dass der mich trifft, ist relativ unwahrscheinlich, wa? Ja. Sieht total witzig aus. Fies. Schau mal, ein Foto voll? Nein. Da kommen auf jeden Fall mehr Nacko-Berries raus, als wenn man sie von Hand sammelt. Zwar noch nicht perfekt, aber besser. Mikrofon muted. Mikrofon Ach, gerade macht noch mal jemand zwei Narcotics. Ich weiß mich nicht, ob mein PG das... Wo bist du? Beim Boot. Beim Boot? Und dann nehme ich den letzten Narcotics noch mit und dann renne ich mal kurz zum Boot zurück. Das war nicht so weit. Stolper. Da ist das Boot. Plüm. Oder, ist gut. Ist aufgestanden. Endeffekt Level 104. Hui. Mit 104 kann man was anfangen. Ja. Zweite Folge neigt sich dann auch dem Ende. Ach so? Ja, ja, wir sind schon wieder bei 23 Minuten noch was. Doch gleich schon 9. Ja, Zeit rennt. Ja, das ist normal. Wenn man Spaß hat, rennt die Zeit. Oh, wir haben schon 9 Uhr. Ja. Ja. Yeah. Wieso Spaß? Wir sind doch nicht zum Spaß hier. Tod ernst. Absolut. Mehr Tod als ernst. Ja. Das ist alle mit dem, verbissenen Gesichtsausdruck, das Messer zwischen den Zähnen. Irgendwann nenne ich einen von den Dinos ernst, wenn er so weitermacht. Oder wir nehmen zwei. Wir nennen ein Pärchen, das einen Toten, den anderen ernst. Ja, okay. Okay. Ich mache dann die Folge hier mal wieder zu Ende. Ich hoffe, die Zuschauer, wer auch immer das ist, ist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Also, wer auch immer das ist, außer den anderen Tribes, die hier spionieren wollen. Aber hey, wir freuen uns über alle Zuschauer. Die anderen Tribes führen wir dann einfach in die Irre. So. Ja. Und dann schauen wir mal. Irgendwann fahren wir hier wahrscheinlich auch wieder weg. Jetzt haben wir hier zwei Folgen gesammelt und gebaut. In der nächsten Folge sind wir dann entweder auf dem Weg oder schon wieder woanders angekommen. Mal gucken, wann ich dran denke, sie einzuschalten. Ich bin da immer gut drin in sowas. Alter, der eine Kühlschrank hat gerade 3 Eier auf einmal gelegt. Wat mut dat mut? Da war Druck drauf? Ja.